Ich würde da gerne mal... Ja, ich würde da gerne mal runter gucken, aber ich glaube, das wird nichts. Oder doch, Moment. Doch, ich glaube, das wird gleich was. Und vielleicht wünschte ich mir dann, ich hätte es nie gesagt. Hilfe! Ja, auf jeden Fall sind jetzt ein paar Zimmer frei, würde ich sagen. Mit freier Sicht in die Natur. Leicht hügeliges Gelände. Ach du Scheiße. Also ich mache hier meine Witzchen, aber ehrlich gesagt möchte ich nicht so wohnen. Wo geht's denn hier weiter? Da. Oh. Da läuft das ganze Klowasser aus der Schüssel. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir müssen da runter, ne? Ja. Ach, hör auf. Da hinten fällt gerade ein Stück Brücke runter. Brücke muss sterben. Ah ne, Brücke sehen und sterben. So rum war es ja. Entschuldigung. Ach du Scheiße. Und da ist Keegan. Suchen Sie den Versorgungstunnel der Armor Camp, der nach Still Island führt. Ist, glaube ich, jetzt abgeschlossen und ich glaube, wir müssen... Da hinab oder hier hinab? Ich glaube mal lieber hier. Sie haben den Frachttunnel der Armor Camp bei einem Durchbruch betreten, der sich dort auftat, wo das Epizentrum der Explosion gewesen sein muss, die die Stadt zerstörte. Ihr Ziel ist, die Anlage auf Still Island zu erreichen, bevor Alma sie überwältigt. Sie scheinen sich Sergeant Keegans Funkreichweite nicht zu nähern. Die Entfernung scheint sich eher zu vergrößern. So, dann mal weiter. So, hier sind wir jetzt unten. Ich hoffe, die Daten sind gespeichert, weil ich mache jetzt wieder ein kleines Päuschen und wir sehen uns ja gleich wieder. Tschüssi! Hallo, und da sind wir auch schon wieder und weiter geht's hier in den Versorgungstunnel rein, wo uns, oh Gott, ich weiß gar nicht, was erwartet, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall schon mal Zahnbelag auf dem Boden, übelstes Karies, voll ekelhaft. Und wo Zahnbelag ist, da können noch bestimmt auch wieder Replikanten nicht weit sein. Oh. Aha. Ist das schon wieder das Kühlsystem? Nee. System Core, unregistered, das heißt, da hat jemand seinen Lizenzschlüssel nicht eingegeben. Das Ding läuft auf Raubkopien, DK Stop Dots, naja, egal. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir hier lang müssen. So, Panzerung ist voll und Hammerhead ist jetzt auch wieder voll. Und warum kriegen wir hier überhaupt eine Hammerhead und was liegt hier noch so rum? Sturmgewehr. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wo uns der Versorgungstunnel jetzt hinbringen wird. So, hier geht's auf jeden Fall lang. Hier müssen wir weiter, das sieht man sofort. Und das scheint ja ein super Versorgungstunnel hier zu sein. Was auch immer hiermit versorgt wurde, möchte ich gar nicht wissen. Sieht aus wie Frühstücksbuffet bei Benjamin Blümchen. So, dann mal voran. Ich rechne hier jederzeit mit weiteren Replikanten. Das sieht aus, als müsste man da gleich lang. Und ich ahne etwas. Ja, das sieht doch ganz so aus, als müssten wir dahin und gleich geht's rund mit dem jungen Hund. War das nicht irgendwo so ein Spruch? Gleich geht's nicht rund mit dem jungen Hund? War das nicht irgendwo?
Ach, eine Laserknarre können wir hier wieder nehmen. Annehmmine. Ich guck mal ganz kurz. Es gab die User-Wünsche, dass wir nochmal die ganzen Minen verwenden. Das ist die 6. Die 6. Die 8. Die 6 und die 8 sollten wir vielleicht mal verwenden. Aber ich habe keine Ahnung, was das macht. Und die Laserwaffe könnten wir eigentlich auch mal nehmen. Die tausche ich dann einfach mal gegen ihn hier aus. So, das muss aber auch reichen. Na, hallo, jetzt, also da, jetzt. Hallo? Hä? Geh doch mal da lang. Er zieht sich noch ein bisschen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's weiter? Können wir da nach unten, wenn ich hier mal so über die Koffer steige? Das sieht doch aus wie ein Durchgang da hinten. So, sieht bisher ganz gut aus. Und ich habe ja so die Befürchtung, als würden... Wieso laufe ich eigentlich mit der Sniper rum? Als würden hier gleich wieder irgendwelche Viecher auftauchen. Ach Mensch. Ein Replikantensarg. Da weißt du auch gleich Bescheid, was hier gleich passiert. Und überall stehen zufällig wieder... Wie ich erwähnen wollte, stehen ja überall Feuertonnen rum und das ist natürlich alles ganz zufällig nur. Na, super. Und daran erkennt man sofort, dass es sich um Replikanten handelt. Und sogar ohne Helm. Der Schelm. Hier war doch noch einer. Jetzt wollte ich gerade extra die Zeitlupe auslassen. Ich weiß, dass hier noch einige von euch hausen. Potztausen. Wer war das? Ohne Helm hören die sich ein bisschen an wie Krabbler. Würde mich mal interessieren, ob die auch so aussehen. Ich glaube, da möchte ich mal ganz kurz... Ach, so sehen die aus. Na gut, alles klar. Oh. Habe ich mir aus Versehen das Visier dreckig gemacht. Das Visier Ultra. Und die sehen auf jeden Fall sehr hübsch aus. Also für die Mädels, die hier zugucken, wenn ihr mal einen daten wollt oder so, ne, sagt mal Bescheid. Ich mache da euch was klar. Ich kenne ein paar Leute, die sehen genauso aus. Auf die innere Schönheit kommt es ja bekanntlich an. So, jetzt, ob die noch alle aufgehen hier? Die sehen so unangeschlossen aus, aber ich bin mir hier nie so sicher. Hallo? Okay, übermäßig viele Munition, übermäßig viele Westen, da weißt du gleich Bescheid. Das ist ein bisschen zu großzügig wieder, das heißt, hier wird gleich was passieren. Und ich vermute mal, es wird passieren, sobald wir da gleich den Hebel drücken, aber vorher gucke ich nochmal hier rein und hier ist ja gar nichts. Super. Tja, dann starten wir mal die Bahn und nächster Halt ist dann Peine. Hier kommen noch bestimmt gleich welche von oben oder von unten oder von links oder von rechts. Ach, oder von hinten.
Aha. Toll, man kann die gar nicht treffen. Das ist ja super. Also die docken da jetzt an und hier schätze ich mal, das heißt, die kommen von beiden Seiten oder was? Ach toll. Stimmt ja, das sind ja die anderen Minen jetzt, die wir da haben. So, die Annähmine hat nichts gebracht, glaube ich. Ich probiere mal. Ach. Ich wollte gar nicht die Waffe wechseln, aber gut. Ich würde gerne ohne Zeitlupe spielen, aber das ist mir hier ehrlich gesagt ein bisschen zu hektisch. Und von hinten ballert wieder einer. So, Gesundheit ist voll und da ist auf jeden Fall noch einer. So, mal ganz kurz. Ach Mensch, ich will doch mal ganz kurz die Minen die Dinger wechseln. War ich gerade ganz kurz abgelenkt, was hier natürlich eine super Sache ist. So. Hindernis geortet. Das hört sich auch super an. Das ist ja genau das, was noch fehlt jetzt. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Ach du Kacke. Holy shit in the name of that witch is very holy. Wir wurden gerade neu ausgerichtet, was immer das heißt. Ich habe keine Ahnung. Ach, das heißt das. Das heißt, hinten sind bestimmt auch noch welche. Wo ist denn der Schweinehund? Ach, und die Granate macht ihm eben gar nichts aus, ganz klar. Immer noch. Ich erinnere mich übrigens ein bisschen an Doom-Soldaten. Falls noch jemand kennt, die lustigen Doom-Gesellen.